Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts, Leute. Ja, heute muss ich das Video leider komplett als Werbevideo kennzeichnen, aber einige von euch haben sich das Video sehr gewünscht und deswegen kriegt ihr es jetzt. Ich teste beide neuen Martin Schindler Darts Sets, die natürlich auch beide im Darts Pool Adventskalender da sind. Das bedeutet, ihr bekommt jetzt ein Unboxing, ich gucke mir die Darts mit euch an, bespreche ein bisschen Grip Level, ein bisschen Form und natürlich gibt es zu beiden Barrels auch Gameplay. Ich packe die sogar jetzt aus dem Kalender aus mit euch zusammen. Ganz viel Spaß dabei. Lasst dem Video super gerne eine Bewertung da. Und jetzt beginnt ja bald endlich die heiße Darts-Phase, Leute. Viel Spaß beim Video. Let's go. So, Leute, ihr wisst ja, der Darts-Pool Adventskalender ist wirklich der absolut hochwertigste Kalender. Das habe ich euch schon mal erklärt. Nicht wundern, dass das hier schon so ein bisschen geöffnet aussieht. Es liegt daran, dass es schon geöffnet war, weil ich musste ja gucken, wo die Darts drin sind. Gut, es gab jetzt nicht so eine große Chance, aber ich habe mich erst einmal vertan. So, also, wir öffnen natürlich die anderen Türchen nicht. Dann müsst ihr euch natürlich selber überraschen, was da alles drin ist. Aber wir öffnen natürlich jetzt die zwei Türchen, die heute entscheidend sind. Und wir fangen an mit dem exklusiven Set. Dieses Martin Schindler Set hier befindet sich ausschließlich im Darts Pool Adventskalender. Das gibt es quasi anders nicht zu kaufen. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal zusammen an. Ihr wisst ja auch, D-Puls sind wirklich die absolut besten Cases. Das wurde sogar mal von diesem Darts Review Channel gesagt. Der hat gesagt, so eine Case hat er noch nie gesehen, weil man die Darts darin auch transportieren kann. Also die sind wirklich sehr hochwertig und quasi mit einer Box, die mit dazu kommt direkt. Genau, wir packen das Ganze mal zusammen aus. Und wir sehen hier schon die Darts. Und wir haben immer so ein Kärtchen dabei. Wir haben hier die Seriennummer drauf. Wir haben 21,5 Gramm Darts, 6 mm Barrel Durchmesser, 54,8er Länge und natürlich 90% Tungstenanteil, wie gesagt, bei 21,5 Gramm. Schauen wir uns die Darts mal an. Wir sehen, die erinnern sehr an Martins alte Barrel, beziehungsweise auch sehr an, wer Gary Anderson Darts feiert. Also es ist wirklich dieser Doppelringgrip, den wir hier sehen, ein ziemlich langer Barrel, also 54 mm, über 54 mm ist schon eher die Ausnahme. Das ist schon eher so, ja, ich sage jetzt mal die längere Fraktion, hier mit dem Setup, was dabei ist. Das sind Invisible In-Between Shafts und Standard Flights. So, gucken wir uns den Barrel mal an. Ich denke mal, das ist halt relativ eindeutig ein ganz normaler, straighter Barrel. Aber Doppelring-Grip ist wirklich ein ganz gutes Grip-Level, würde ich sagen. Auf der Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, ist das so eine 7. Also manche mögen es vielleicht noch schärfer. Für mich wäre das schon so das Maximum, was ich selber spielen würde. Gucken wir uns den Dart mal im Test an und schauen da mal rein, wie das so läuft. Und dann übergebe ich ins Commentary. Let's go. Yo Leute, ihr seht schon im Übrigen kein Erdbeben bei mir. Das ist folgendermaßen, warum die Kamera rechts so ein bisschen wackelt. Ich habe heute mal ein bisschen mehr Zoom gespielt. Ich wollte mal ein bisschen mehr so diese PDC-Feeling machen. Problem ist, ihr seht schon, die Kamera ist halt direkt an der Bordanlage befestigt. Wenn ich die Darts rausziehe, beziehungsweise wenn die Darts einschlagen, dann wackelt das manchmal ein bisschen. Aber ich denke mal, das ist zu verschmerzen. Ja, ihr seht schon, ich teste hier das erste Set. Es sind die 21,5 Gramm Darts aus dem Kalender Exclusive, wie ich eben schon angesprochen habe. Und es ist ein sehr, wie gesagt, sehr langer Barrel. Das wäre tatsächlich ein Barrel, wo ich wirklich auch das mitgenommene Setup spielen würde, das In-Between-Setup. Da wäre Medium echt schon zu lang, dann ist es wirklich Speerwerfen. Aber ihr seht schon, es ist halt auch nicht so anders als bei meinen Darts. Ich habe jetzt hier auch jetzt nicht viele Aufnahmen rausgeschnitten. Ich habe jetzt irgendwie 5 Minuten einfach aufgenommen, ein paar Aufnahmen genommen. Ich bin ja nicht mehr so Ego gebrochen wie früher, dass ich nur gute Aufnahmen zeigen wollte auf Krampf, sondern es ist einfach so ein bisschen Werfen. Ich muss sagen, der Grip fühlt sich ziemlich angenehm an. Es ist halt eher was für Leute, die weiter vorne anfassen. Also was heißt weiter vorne, aber der Grip geht halt nicht bis ganz hinten durch. Und gucken, ob auch die Doppel-16 funktioniert. Das sieht ja ganz okay aus. Leute, ich werde mir im Übrigen ein besseres Objektiv holen, damit das besser aussieht und wie zumindest rechts auch ein bisschen schärfer ist. Ich meine, es ist okay, aber es ist nicht perfekt. Ein paar Darts aufs Bullseye dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und wenn da von zwei drin landen, ist es natürlich super. Aber wie gesagt, Leute, es ist ein wirklich, wirklich, ja, Barrel, den eigentlich jeder spielen kann. Ich sehe da kein Problem. Auch 21,5 Gramm, wirklich so ein bisschen Van Gerven-like. Ein echt nices Gewicht. Und das Setup, was dabei ist, reicht auf jeden Fall auch aus. Also ist auf jeden Fall ein Grund, sich den Kalender zu holen, meiner Meinung nach, wenn ihr die Martin Schindler Legacy komplett haben wollt. Aber das fühlt sich wirklich sehr gut an. Der Dart fliegt sehr straight durch die Luft. Man konnte sich sofort dran gewöhnen. Und dementsprechend, ja, kann ich dem Dart auf jeden Fall nur positives Feedback geben. Ich würde Martin tatsächlich auch gerne mal mit dem Dart spielen sehen. Vielleicht kommt er ja mal vorbei und wir machen mal eine Session. Ich würde mal wieder gerne mit so straighten Barrels sehen. Aber ihr seht, Leute,
Das ist wirklich für mich auch keine große Umgewöhnung, weil meine 85er halt sehr, sehr ähnlich sind. Ein bisschen kürzer tatsächlich, also wer auf einen langen Barrel mit Grip relativ stark und weiter vorne anfasst vielleicht, für den ist dieser Dart definitiv eine gute Möglichkeit. So, packen wir die Dinger wieder weg und wie gesagt, die sind nur im Adventskalender erhältlich, sonst gibt's die nicht. So, weiter geht's mit dem nächsten Set in der 24. Und dieses Set kennt ihr sicherlich schon, falls ihr Martin dieses Jahr auf Pro, European Tour oder sonst so verfolgt habt. Denn dieses Set ist das Set, mit dem Martin gefühlt jede Aufnahme mindestens 140 Punkte scored. Und das ist die klassische Dual-Form. Machen wir es mal auf. Hier, zack. Wir haben wieder ein Kärtchen dabei. Ich lese euch mal wieder vor, was da drin steht. Wir haben hier 90% Tungsten, 23 Gramm. Barrel ist an der maximalen Stelle 7,1 mm dick, 50,9 lang, also etwas kürzer und etwas dicker. Das sieht man ja auch direkt. Und ja, klassisch haben wir hier natürlich diese Form, wo wir hier so ein bisschen diesen Torpedo-Moment haben, dass wir quasi dicker werden und dann wieder dünner werden. Und ja, diese Darts kennt man hier, Martin, der klassische Dual-Grip. Hier oben etwas mehr Grip, hier unten etwas weniger. Das bevorzuge ich auch so, weil mein Mittelfinger ist relativ sensibel. Ich brauche hier unten dann auch gar nicht mehr so viel Grip. Und wir haben hier auch das In-Between Invisible Schäfte Setup dabei und schwarze Standard Flights. Und gucken uns den Barrel auch mal an. Also ich denke mal, sieht einfach so geil aus, finde ich. Ich habe die Form auch lange nicht mehr gespielt. Da bin ich mal sehr auf den Test gleich gespannt. Fühlt sich extrem gut an, muss ich sagen. Und ja, bin mal gespannt, wie der gleich fliegt. Ich werde auch dieses Setup mit dem Original, ja, Setup, also Flight und Schärfte Setup ausprobieren. Und wir gucken uns das mal gemeinsam an, wie das jetzt hier läuft. Let's go. Ich muss sagen, auch hier wieder die allerersten Aufnahmen und mit dem Dart lief es einfach direkt gut. Also die ersten 4-5 Aufnahmen sind wirklich ziemlich brutal, würde ich sagen. Wir haben natürlich hier einen komplett anderen Dart. Wir haben den Dart etwas bauchiger, etwas kürzer, also quasi so wie Martin. Keiner Spaß an der Stelle, Martin, ich liebe dich, schöne Grüße. Wir sehen auch hier direkt die zweite Aufnahme, da fliegt direkt die 134. Durch die Form von diesem Barrel, durch das spitze Zulaufen, sind damit natürlich die krassesten Gruppen möglich. Martin spielt das Ganze ja noch mit einer Target-Spitze, mit einer Stormpoint. Dadurch wird das vorne natürlich noch ein bisschen besser gebündelt alles und die Darts können wirklich auf einen Stecknadelkopf geworfen werden. Aber auch mit dem Setup, mit der Spitze, die drin ist, klappt das ganz gut. Hier natürlich der klassische, der ist mir aus der Hand gerutscht, blickt. Den habe ich auch in der PDC gelernt, Leute, ihr wisst, so läuft es. Man muss immer den Schuldigen woanders suchen. Also es ist ein Dart, den ich Leuten empfehlen würde, die tendenziell, ja, es ist so die Frage, vielleicht einfach so eine Grip Zufluchtsort suchen, das heißt in der Mitte hier ist natürlich durch das Bauchige, da fasst Martin zum Beispiel auch an, weißt du natürlich genau, ich greife immer gleich, hast natürlich den Schwerpunkt so ein bisschen zentrierter dadurch, weißt halt so ein bisschen besser, wie du den zu werfen hast, ist jetzt nicht meine Form, weil ich das dann doch ein bisschen alles gleichbleibender brauche, vor allem auch, weil mein Mittelfinger so wichtig in meinem Wurf ist und der liegt halt so ein bisschen vorm Schwerpunkt hier in dem Fall und ich würde sagen, ist aber trotzdem nice, wer die Torpedoform mag, oder auch ein bisschen mehr Grip hinten mag, für den ist der Dart einfach perfekt. Und ich meine, Martin hat dieses Jahr mit diesem Dart wohl mehr als bewiesen, was man damit für ein Scoring erreichen kann. Wie gesagt, Stecknadelbündelung ist auf jeden Fall möglich damit. Und Grip nicht zu krass, hinten ein bisschen mehr, vorne dann wirklich, also vorne würde ich sagen, auf der Skala von 1 bis 10 vielleicht eine 3 und hinten vielleicht eine, ja auch eine 7 würde ich sagen. Ist aber auf jeden Fall auch ein Set, was man mal gespielt haben sollte. Und das Video sollte jetzt mit einer 180 enden, würde ich sagen. Aber kleiner Spoiler, wird es auf jeden Fall nicht. Ich sage euch noch was dazu und ja, wir sehen uns jetzt nochmal in Abmoderation. Bis gleich. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich bin mit beiden Barrels sehr, sehr zufrieden. Sei es Verpackung, Verarbeitung, whatever. Sehr, sehr nice. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch vielleicht dazu entschieden, den Kalender zu bestellen. Wie gesagt, es sind ja noch tausende andere Sachen drin. Wenn ihr richtig viel Equipment und diese beiden Sets Darts wollt, kann ich euch den Kalender nur in der Videobeschreibung ans Herz legen. Ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Video in alter Frische wieder. Haut rein, bis dahin und ciao.